dachte, ich würde ein wenig diskriminiert wegen meinem Kopftuch. Ich wusste nicht, wie die Leute auf mich reagieren. Ich war sehr schüchtern. Obwohl ich viel in meiner Heimat gearbeitet habe, habe ich keine Ahnung, wie das in Deutschland läuft. Das ist immer ein großer Schritt, sich was Neues aufzubauen, wenn man niemanden kennt. Ich will einfach gut arbeiten und mein Leben genießen. Kranken Menschen zu helfen, ist in Islam eine heilige Pflicht. Diese Pflege und Begleitung gibt mir ein gutes Gefühl. Ich bin immer auf meine Arbeit gespannt, weil wir viele neue Projekte machen. Meine Mama hat immer sehr gerne gekocht. Ich habe immer mitgeholfen. Ich genieße, was ich mache. Ich lerne jeden Tag. Trotz der vielen Büroarbeit habe ich ja den Kontakt mit den Menschen. Mir ist auf jeden Fall nie langweilig. Sprache ist immer noch für mich eine Schwierigkeit. Erste Woche, ich konnte nicht alles verstehen. Aber dank meiner Kollegen, sie wissen, dass ich bin weit von meiner Heimat. Sie haben mir geholfen, wie kann ich meine Erfahrungen hier in Deutschland benutzen. Ich bin ein Mensch, ich bin am Anfang einfach ein bisschen zurückhaltend und schüchtern, aber sie haben mich gut aufgenommen. Ich habe mich wirklich direkt wohl gefühlt. Dadurch, dass sie alle nett und lieb zu mir waren, ich wollte auch nett und lieb sein. Man muss nur wollen. Ich erinnere mich auch noch, ja, da bin ich hier angekommen. Irgendwie hat sich alles so ein bisschen heimisch hier angefühlt. Kurze Wege und Natur sind sehr wichtig für mich und auch für meine Familie. Hier ist viele Umgebungen, die ähnlich mit meiner Heimat ist. So kann ich leichter und schneller, besser mich gewöhnen. Dass die Leute sehr umweltbewusst sind, gefällt mir sehr. Man ist ganz schnell an einem anderen Ort und hat aber ein ganz anderes Erscheinungsbild. Es ist eben schön, dass man nicht für alles ein Auto braucht. Was mache ich, wenn ich hier ganz allein bin und keine Freunde finde? Das war für mich eine Sorge. Das ist immer eine Herausforderung, wenn man über seinen Schatten springen muss. Je mehr du kommunizierst, desto besser. Egal wer, Hauptsache Frage ist. Das ging sehr schnell, dass man hier Freunde gefunden hat. Hier sind viele verschiedene Leute. Deswegen kann ich hier ein Leben für meine Familie und für mich gründen. Die Herkunft spielt keine Rolle, wirklich. Das Leben hier ist nie so schnell und nicht so langweilig. Meine Entscheidung war gut. Ich kann beruflich mich entwickeln, persönlich auch. Man hat irgendwie alles, was man hier braucht. Das ist das, was ich immer wollte. Einfach mein Leben genießen. Mutanawi'un, hakeda nahnu. Eriz numanit nis zemay. Rang o rang, in mohastem. Vielfalt, das sind wir.